Das Gesundheitswesen in Österreich ist in drei verschiedene Ausbildungsstufen untergliedert. Es gibt die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz sowie den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege. In diesem Video werden wir uns die Ausbildung in der Pflegeassistenz genauer ansehen. Wir werden heute genau beleuchten, welche Voraussetzungen es braucht, um in der Pflegeassistenz einzusteigen und welche theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalte es gibt. Du erfährst hier also alles rund um die Ausbildung in der Pflegeassistenz. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem neuen Video von Plakos. Beginnen wir mit ein paar allgemeinen Informationen. Die Ausbildung in der Pflegeassistenz gehört zum Bereich der Ausbildungen in der Gesundheits- sowie Krankenpflege. Es ist also einer dieser Ausbildungsberufe, der in dem Sektor Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich angeboten wird. Seit September 2016 wird die Ausbildung zur Pflegehelferin ersetzt durch die Ausbildung in der Pflegeassistenz. Die Ausbildung zur Pflegeassistentin ist in Österreich staatlich geregelt und dauert in der Regel ein Jahr. Unterrichtet wird entweder an eigens dafür eingerichteten Lehrgängen oder in Schulen in den Bereichen des Gesundheits- und Krankenpflegewesens. Es kommt hier ganz darauf an, bei welcher Einrichtung du diese Ausbildung beginnst. Je nach Einrichtung kann es sein, dass du in einem extra dafür eingerichteten Lehrgang zugewiesen wirst oder dass du in der jeweiligen Schule für Gesundheits- und Krankenpflege unterrichtet wirst. Wenn du diese Ausbildung beginnen möchtest, musst du mindestens 17 Jahre alt sein. Außerdem musst du die 9. Schulstufe erfolgreich absolviert haben. Außerdem ist ein Strafregisterauszug als Nachweis für deine persönliche Eignung erforderlich. Deine gesundheitliche Eignung musst du nachweisen durch ein ärztliches Attest. Es geht also sowohl um deine Zuverlässigkeit als auch um deine persönliche Gesundheit. Wer Pflegeassistentin oder Pflegeassistent werden möchte, der muss eben persönlich besonders vertrauenswürdig und zuverlässig sein. Deswegen der Strafregisterauszug. Darüber hinaus ist es natürlich ein körperlicher Beruf, daher fordern die Arbeitgeber in diesem Bereich auch gerne ein ärztliches Attest an, um deine gesundheitliche Eignung feststellen zu können. Außerdem musst du Deutschkenntnisse mindestens der Niveaustufe B2 vorliegen haben. Also das heißt, du musst die deutsche Sprache beherrschen und insbesondere für andere Personen aus anderen Ländern ist das eine sehr wichtige Voraussetzung, denn die Ausbildung, die setzt natürlich auf das Verständnis der deutschen Sprache. Der viele Unterricht und das theoretische Wissen, das vermittelt wird, das erfordert einfach einen sicheren Umgang mit der deutschen Sprache. Deswegen ist hier dieser Niveaunachweis B2 erforderlich. Diese Niveaustufe B2 sagt aus, dass du die deutsche Sprache sowohl in Wort als auch in Schrift sicher beherrschst. Für Personen, die in Österreich geboren sind, die österreichische Staatsangehörige sind und natürlich ihr Leben lang deutsche Muttersprachler sind, da ist das Ganze kein Problem. Und schließlich ist auch ein Nachweis über den Zugang in den Arbeitsmarkt in Österreich erforderlich. Personen, die aus anderen Ländern kommen und in Österreich arbeiten möchten, die benötigen von der zuständigen Behörde für Fremdenwesen einen solchen Nachweis, dass sie in den Arbeitsmarkt in Österreich eintreten dürfen und dort arbeiten dürfen. Abgeschlossen wird diese Ausbildung mit der kommissionellen Abschlussprüfung zur Pflegeassistentin bzw. zum Pflegeassistenten. Sehen wir uns jetzt die Ausbildungsinhalte etwas genauer an und beginnen dazu mit der Theorie. Unterrichtet wird der Pflegeprozess. Das erfolgt unter Einbindung der EDV-Technologie und das wiederum lernst du auch schon in deiner Ausbildung. Unterrichtet werden außerdem die Grundzüge sowie die Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege und auch die Pflegetechnik. Zu Beginn deiner Ausbildung werden jedoch erst einmal die Grundsätze der professionellen Pflege erklärt. Auch medizinisches Wissen fließt in diese Ausbildung mit ein, denn unterrichtet werden auch medizinische Bereiche wie die medizinische Pflegetechnik. In dieser Ausbildung gibt es natürlich nicht nur einen theoretischen Teil, sondern auch praktische Abschnitte. Und in den praktischen Abschnitten, da sehen wir uns jetzt einmal diese drei Praktika etwas genauer an. Hier haben wir einmal ein Praktikum Akutpflege sowie einmal ein Praktikum Langzeitpflege. Das dritte Praktikum ist ein Wahlpraktikum und wie der Name schon sagt, kannst du hierbei selbst entscheiden, in welchem Bereich und ob du dich eher für die Vollzeitpflege, für die Langzeitpflege, für die Akutpflege einsetzen möchtest. Das entscheidest du dann selbst im Wahlpraktikum. Du selbst beschließt, welche Station du besuchen möchtest und welche Ausbildungsinhalte du sozusagen nochmal in der Praxis vertiefen möchtest.
Wenn du dich für die Ausbildung in der Pflegeassistenz in Österreich interessierst, dann kannst du dich mit dem Online-Testtrainer von Plakos optimal für das Auswahlverfahren vorbereiten. Die Arbeitgeber im Gesundheitsbereich achten genau darauf, wer diese Ausbildung beginnen darf. Wie ich vorher schon erläutert habe, gibt es ja ein paar Voraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber. Unter anderem möchte man eben nur, dass zuverlässige Personen hier diese Ausbildung beginnen, weil es eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit ist. Dementsprechend werden auch gerne Einstellungstests durchgeführt, vorab, um sozusagen auszuwählen, wer wirklich geeignet ist für diese Ausbildung. Und deswegen wird vorab, nachdem du deine Unterlagen eingereicht hast, gerne ein solcher Test durchgeführt. Mit Plakos kannst du dich optimal auf diesen Einstellungstest vorbereiten. Außerdem zeigen wir dir im Online-Testtrainer, wie das strukturierte Interview, also das Vorstellungsgespräch im Bereich Pflegeassistenz in Österreich abläuft. Denn bevor du zur Ausbildung zugelassen und eingestellt wirst, wird man dich erst einmal auch persönlich näher kennenlernen möchten. Und wir zeigen dir in unserem Online-Komplettpaket, wie dieses Treffen aussieht, was auf dich zukommt in einem Vorstellungsgespräch, und wir zeigen dir natürlich auch, wie du dich wirklich auf diesen Einstellungstest vorbereiten kannst. Denn mit der Plakos Akademie erhältst du hunderte von Übungsaufgaben inklusive Lösungen für alle relevanten Testbereiche. Geprüft wird ja Wissen aus unterschiedlichen Bereichen, natürlich auch deutsche Sprache, aber auch logisches Denken, räumliches Denken oder Konzentrationsaufgaben. All das sind spezielle Aufgaben, die vorbereitet werden müssen, und Plakos kann dich dabei durch unser Online-Lernangebot optimal unterstützen. Wenn du eine weitere Frage zu diesem Thema hast, dann schreibe uns gerne einen Kommentar und gib uns einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Für weitere interessante Videos abonniere diesen Kanal, denn hier werden jetzt jede Woche neue interessante Videos veröffentlicht für deinen beruflichen Einstieg in der Pflegeassistenz in Österreich und auch rund um den öffentlichen Dienst in Österreich. Ich wünsche dir abschließend noch viel Erfolg mit deiner Bewerbung, und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dann, dein Lukas.